Was ist denn jetzt los? Oh, mein Bauch und mein Rücken. Mann, ey, das kann doch gar nicht sein. Ich muss schon wieder auf Toilette. Ich trinke abends nie wieder etwas. Das ist doch nicht normal. Das ist schon das dritte Mal diese Nacht, dass ich aufstehen muss. Nanu, ist Lino schon wieder hoch? Was macht er denn da? Macht er Blödsinn? Och Mann, und es kommt gar nicht so viel raus. Aber ich habe das Gefühl, ich muss ganz, ganz dringend. Was macht der Junge denn da? Da gehe ich erstmal gucken. Nicht, dass der wieder Blödsinn hier macht, mitten in der Nacht. Wir wollen jetzt hier alle schlafen. Hoffentlich war das jetzt das letzte Mal. Nochmal aufstehen habe ich keine Lust. Oh, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Was machst du denn hier, Mama? Na, ich guck, was du hier machst. Warum stehst du denn andauernd auf? Ich musste Pipi. Na, aber du warst auch vorhin schon zweimal. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss ganz doll auf Toilette. Das kommt wahrscheinlich davon, wenn man abends noch einen ganzen Liter Wasser trinkt. Ach, Linus. Ja, ich weiß. Ich trinke abends nie wieder was. Naja, nie wieder ist jetzt auch übertrieben. Aber vielleicht trinkst du das nächste Mal nur noch ein Glas. Ja, aber ich hatte so doll Durst. Ach, ich muss jetzt schlafen. Morgen früh Schule. Was für eine Nacht. Oh, ich bin gar nicht ausgeruht. Hallo? Hallo? Hallo, Finus? Oh, guten Morgen, Emma. Na, hast du gut geschlafen? Emma hat gut geschlafen. Komm, Finus. Emma, vielen, komm. Emma und Finus, vielen, komm. Ach, Emma, ich würde auch gerne spielen, aber ich muss jetzt leider erstmal zur Schule. Aber heute Nachmittag können wir zusammen spielen. Das ist doch eine gute Idee. So, Linus, ich bin jetzt soweit fertig. Mama, Mama, Finus, Emma, Pielen. Finus, Emma, Pielen mit Drachen. Ach, Emma Maus, ihr könnt jetzt nicht spielen. Du musst in die Kita und Linus muss in die Schule. Ich bin soweit fertig. Ich gehe nur noch mal einmal schnell auf die Toilette. Ja, mach das. Mann, da kommt schon wieder so wenig raus. Ich verstehe das nicht. Ich habe aber das Gefühl, meine Blase ist richtig doll voll. So, Emma, guck mal, hier vorne habe ich dein Brot schon fertig gemacht. Jetzt warten wir nur noch auf deinen Bruder. Linus, wo bist du denn? Komm jetzt bitte. Ach, wo ist denn mein Ranzen hin? Mein Ranzen wurde entführt. Linus, wo bleibst du denn? Komm jetzt, wir kommen sonst zu spät. Ja, ich würde ja gerne kommen, aber mein Ranzen ist entführt worden. Dein Ranzen wurde nicht entführt, ich habe ihn schon mit runtergenommen. Komm jetzt bitte, wir kommen sonst wirklich zu spät. So, hast du alles, Linus? Ja, ich hab alles. Ich glaube, ich muss nochmal auf Toilette. Aber du warst doch gerade erst, Linus. Ja, ich weiß auch nicht. Es kommt aber irgendwie nichts raus. Also doch schon, aber nicht so viel. Es ist aber doch nicht so dringend, glaube ich. Bist du dir sicher? Dann geh gleich in der Schule als erstes nochmal auf Toilette. Nils! Nils, warte auf mich! Oh ja, guten Morgen, Greta! Ach, guck mal, da sind wir schon. Und Greta und Nils sind auch da. Greta, Nils, hallo, wartet auf mich. Guten Morgen, Linus. Ja, komm jetzt, wir wollen ins Schulgebäude. Ja, Mama, ich muss jetzt rein. Greta und Nils warten sonst nicht auf mich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in der Schule. Und geh jetzt noch einmal bitte auf Toilette. Nicht, dass du gleich mitten im Unterricht musst. Ich fand das Quiz gestern voll cool. Ich hoffe, wir machen das nochmal. Ja, das würde ich auch super finden, Greta. Also Leute, ich muss doch mal kurz auf Toilette. Ihr könnt aber schon mal vorgehen. Na gut, Linus, dann sehen wir uns gleich in der Klasse. Och Mann, es kommt einfach nichts raus. Ich verstehe das nicht. Sag mal, Hannah, was ist denn da in deiner Reihe los? Es ist ja keiner da. Ja, ich mache mir auch schon Sorgen. Nicht, dass sie alle krank sind. Guten Morgen. Guten Morgen, Nils und Greta. Wie schön, ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass ihr krank seid. Ach, und was ist mit Linus? Ist der krank? Habt ihr den irgendwo gesehen? Ja, der ist noch mal kurz auf Toilette. Was, jetzt noch? Die Stunde geht doch gleich los. Ich verstehe das einfach nicht. Was ist denn nur los? Warum muss ich denn auf Toilette, wenn ich gar nicht muss? So was Bescheuertes. Hoffentlich passiert mir das gleich nicht im Unterricht. Guten Morgen, Linus, na? Ja, guten Morgen, Frau Neumann. Oh, ich bin noch nicht zu spät, oder?
Nein, es müsste jetzt gleich gongen. Du bist noch total richtig. Einen wunderschönen guten Morgen. Setzt ihr euch dann bitte, Kinder? Oh, Linus, da bist du ja endlich. Ja, ich musste noch mal ganz dringend auf Toilette. Da hast du aber Glück gehabt, dass die Stunde genau angefangen ist, als du reingekommen bist. Irgendwann kommst du noch mal zu spät. Ja, aber ich kann doch nichts dafür, wenn ich auf Toilette muss. Linus und Hannah, jetzt bitte Schluss mit Privatgesprächen. Erstmal schön, Alicia, dass du wieder da bist. Du warst ja letzte Woche krank. Ich hoffe, dir geht es besser und du hast dich gut erholt. Ja, ich habe noch ein ganz kleines bisschen Husten. Aber der Kinderarzt sagt, das ist gar nicht mehr so schlimm. Ich darf auf jeden Fall zur Schule. Tu mir bitte einen Gefallen und komm in der ersten großen Pause bitte zu mir. Wir schauen immer, was deine Hausaufgaben machen und ob du wirklich alles hast, um auf den gleichen Stand zu kommen wie die anderen Kinder. Du hast nämlich ein bisschen was jetzt verpasst in der Woche. Ach, ich bin so gespannt, was wir heute durchnehmen. Schlag bitte Seite 48 in dem Buch auf und dann schauen wir, welche Wörter richtig geschrieben sind und welche Wörter falsch geschrieben sind. Oh ja, mir fällt sofort eins auf. Gut, Pauline, dann fängst du am besten mal an. Da ist die erste Stunde auch schon rum. Ihr habt jetzt kurz 5 Minuten Pause. Ach, Gott sei Dank, ich muss auf Toilette. Was? Schon wieder, Linus? Du warst doch gerade erst. Ich weiß, aber ich habe gestern so viel getrunken. Das muss jetzt alles raus. Ich komme auch mit, ich muss auch Pipi. Ach, Linus, was ist denn heute los mit dir? So viel mal auf Toilette zu gehen? Ist alles okay mit dir? Muss ich mir Sorgen machen? Nein, aber irgendwie muss ich heute die ganze Zeit auf Toilette und da muss ich irgendwie nicht. Mann, jetzt, ich muss Pipi, ich merke das doch. Nach dringendem Pipi hört sich das aber nicht an. Da kommen ja nur ein paar Tropfen raus. Linus, du bist ja immer noch auf Toilette. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe das Gefühl, ich muss, aber ich kann nicht. Bist du vielleicht aufgeregt? Ich habe das manchmal, wenn ich aufgeregt bin, dann habe ich auch das Gefühl die ganze Zeit, ich muss auf Toilette. Aber eigentlich muss ich gar nicht. Ich bin einfach nur aufgeregt. Und wenn ich dann gehe, dann kommen nur 2, 3 Tropfen raus. Ja, aber eigentlich bin ich nicht aufgeregt. Linus, du musst dich jetzt wirklich beeilen. Es müsste jetzt so wieder anfangen zu gongen. Wir haben doch nur ganz kurz Pause. Ich verstehe das einfach nicht, Hannah. Wenn man doch das Gefühl hat, dass man auf Toilette muss, dann muss man doch Pipi machen. Aber ich kann kein Pipi machen. Kommen nur ein paar Tropfen raus. Das habe ich noch nie gehabt. Das ist wirklich komisch. Vielleicht hast du Pipi-Verstopfung. Es gibt doch auch Verstopfung. Naja, du weißt schon. Vielleicht gibt es das auch beim Pipi. Ja, hoffentlich. Das muss ja mal alles rauskommen. Nachher schwimmt alles in meinem Bauch vor lauter Wasser. Weiter geht's, Kinder. In der nächsten Aufgabe möchte ich gerne, dass ihr in Zweierteams arbeitet. Das ist nämlich ein bisschen kniffliger. Wollen wir, Linus? Auf jeden Fall, Hannah. Giraffe. 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 Ich glaube, das H ist falsch, oder, Hannah? Giraffe. Bist du dir sicher, Linus? Ich bin mir ganz sicher und ich muss schon wieder auf Toilette. Ich sag doch, Hannah, irgendwas stimmt da nicht. Was? Jetzt mitten in der Stunde? Ach, Linus, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. Was soll ich denn machen? Wenn man auf Klo muss, dann muss man auf Klo. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Du kannst jetzt nicht mitten in der Stunde aufs Klo gehen. Das geht nicht. Oh, ich hoffe, ich halte das noch aus. Ja, bitte. Und jetzt müssen wir unsere Aufgabe hier weitermachen. Sonst bekommen wir dann noch Ärger. Sag mal, Linus und Hannah, was ist denn heute schon wieder los mit euch? Was tuschelt ihr denn hier die ganze Zeit? Ihr sollt das Arbeitsblatt bearbeiten. Ja, das machen wir ja auch. Wir arbeiten ja auch am Arbeitsblatt. Aber es gibt da ein kleines Problem, ja? Ein kleines Problem? Was hast du denn jetzt für ein Problem, Hannah? Also, ich habe kein Problem, aber Linus muss auf Klo. Was? Schon wieder, Linus? Du warst doch gerade erst. Ja, so, ich halte es auch nicht mehr aus. Ich muss sofort. Ich muss wirklich sehr dringend. Ich weiß, man darf im Unterricht nicht aufstehen, aber ich muss auf Toilette. Darf ich bitte gehen? Ich will mir nicht in die Hose machen. Na gut, Linus, ausnahmsweise. Dann jetzt aber zackig. Auf direkten Weg auf Toilette und sofort wieder zurück zum Unterricht. Und das nächste Mal überlegst du dir bitte gut, was du alles trinkst vor dem Unterricht. Das kann doch nicht sein, dass du den ganzen Tag auf Toilette musst. Na super, jetzt habe ich auch noch Ärger mit der Lehrerin. Ach, hoffentlich kommt jetzt alles raus. Blöde Pipi-Verstopfung. Wenigstens ist keine Schlange jetzt um diese Zeit am Klo.
Och, es kommt einfach nichts raus. Ich verstehe das nicht. Was ist denn jetzt los? Oh, mein Bauch und mein Rücken. Aua. Das tut so weh. Was ist denn jetzt passiert? Mir geht's gar nicht gut auf einmal. Oh je. Oh, mir ist auch schlecht. Oh, mein Kopf. Oh, mein Rücken. Oh, es tut alles weh. Oh, was ist denn jetzt passiert? Jonas, überlegt da nochmal ganz genau. Da habt ihr auf jeden Fall einen Fehler an der dritten Spalte. Ihr seid doch ein Team, also geht nochmal ganz tief in euch. Sag mal, Hanna, ist Linus etwa immer noch nicht von der Toilette wieder da? Das gibt's doch gar nicht. Nein, aber ich bin mir sicher, er müsste jetzt so kommen. Das will ich ihm auch raten. Langsam werde ich echt sauer. Er stört damit nur den Unterricht. Oh, mein Bauch. Oh, es tut so weh. Was mache ich denn jetzt? Oh, ich würde doch gern Pipi machen. Oh, es tut alles so weh, es drückt. Oh. Also so langsam werde ich jetzt aber sauer. So lange ist doch keiner auf Toilette und macht Pipi. Habt ihr irgendwas hier getuschelt? Macht ihr irgendeinen Blödsinn, Hanna? Was ist denn los? Nein, wir machen keinen Blödsinn. Linus war vorhin schon auf Toilette und er konnte irgendwie nicht. Ich glaube, er hat Pipi-Verstopfung. Vielleicht sollte ich mal nach ihm schauen. Das ist eine gute Idee. Und sag ihm bitte, dass ich langsam echt sauer werde. Er soll jetzt bitte zurück zum Unterricht kommen. Und das gilt auch für dich, Hanna. Direkten Weg auf Toilette, Linus einsammeln und direkten Weg wieder hoch. Sonst müsst ihr den Rest zu Hause machen. Och Mann, die Lehrerin ist ganz schön sauer. Wo bleibt Linus denn? Was ist denn heute nur mit ihm los? So kenne ich ihn ja gar nicht. Mann. Oh, mein Bauch. Oh, mein Rücken. Oh, ich kann kaum laufen vor Schmerzen. Linus, ich soll dir von Frau Neumann sagen, dass du sofort hochkommen sollst. Und ich auch. Oh ja, warte, Hanna, ich komm. Linus, was ist denn mit dir los? Du bist ja total blass. Musst du spucken? Geht's dir nicht gut? Oh je, was hast du denn? Ich weiß auch nicht. Ich habe plötzlich ganz schlimme Schmerzen. Hier vorne und am Rücken. Und mir ist doch ganz schlecht. Och, Linus, das hört sich nicht gut an. Du bist doch richtig blass. Musst du vielleicht spucken und kannst nicht? Dann hast du überall Verstopfung. Och, das wäre ja furchtbar. Zuerst kann ich kein Pipi machen und jetzt tut mir alles weh. Das ist doch irgendwie komisch. Och, versuch dich mal hinzusetzen. Oh, ich kann kaum laufen, Hanna. Es tut so weh. Es tut so weh, Hanna. Versuch dich mal hinzusetzen, Linus. Warte, ich stütz dich. So, ist es so besser, Linus? Das glaube ich jetzt ja nicht. Jetzt ist Hanna auch verschwunden, oder was? Was machen die beiden? Die haben doch irgendein Blödsinn da ausgeheckt, oder? Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, hallo Kinder und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Dann gebt doch einen Daumen nach oben. Was denkt ihr, was könnte Linus haben? Vergesst doch nicht, Playmo-Geschichten zu abonnieren. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr unten auf das Gesicht von Familie Fröhlich drückt. Wir würden uns super doll freuen, wenn ihr hier noch ein paar weitere Videos schaut. Und dann schreibt uns doch gerne noch einen Kommentar. Bis dann, tschüss.